Servus, Bayern. Ich bin's, der Norway. Es gibt jetzt Norway to you für League of Legends Content. Variety for you wird ab jetzt nur noch Variety Content kommen. Vlogs, andere Sachen, was ich so mache. Und wenn ihr sehr, sehr viel Zeit habt, gibt's Uncut for you für euch, wo komplette Gameplays hochgeladen sind. Oh, wir sind Master. Yay, erste Etappe. Huhu, Master. Wollt ihr jetzt Mitte oder wollt ihr Top nochmal? Wollen wir weitergehen? Wir könnten noch schauen, ob wir ein bisschen mehr LP holen können heute. War gut bis jetzt. Wir könnten auch ein paar chillige Midlane-Games machen. Ansonsten. Okay, die meisten schreiben Top. Rein in die Top-Lane. Ich glaube, der beste Top-Laner aktuell ist Camille, ja. Deswegen bann ich die jedes Game. Ich glaube, Camille ist der beste Top-Laner gerade. Bist du nicht ein Fan von Jace? Jace ist ziemlich cool, ja. Ich glaube, mittlerweile ist Gnar auch wieder ganz gut. Wegen Fleet Footwork und Absorb Life. Und du kannst so sehr sustained spielen. Ich finde, du solltest den Troll picken, also Trundle. Tatsächlich, ich habe das wahrscheinlich vorhin bei Yorick gemerkt. Ich liebe diesen Playstyle, ne? So Yorick, Trundle, Tryndamere, Fiora, so Sidelane-Nemesis. Aber ich glaube, das ist einfach nicht so gut gerade, vor allem in dem Elo-Bracket. Montes Gaming-Halle schon gesehen? Nee. Was, eine Gaming-Halle? Was? Das ist krass. Eine Gaming-Halle? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Warum bannt man Draven immer in High-Elo? Der ist der best-snowballende Botlane-Carry. Und wahrscheinlich einer der meist OTP-ten AD-Carries auch. Also, was wollte ich diese Runde spielen? Wir müssen wahrscheinlich einen Melee spielen, der hier engagen kann mit AD. Kesante wäre krass, wenn man ihn könnte. Wir könnten Jax spielen, aber Jax wird hier sehr hart gekitet. Pantheon vielleicht? Pantheon maybe? Warum habe ich Pantheon jetzt blindpicked? Wir channeln einfach unseren inneren Spearshot hier, okay? Blindpick, okay. Blindpick Pantheon gegen Mundo. Was, das ist auch keiner Champion, der Damage nehmen kann. Was war das für eine Schnaps, für eine blöde Entscheidung schon wieder? So eine Scheiße. Okay, alles easy. Tatsächlich auch diese Runenseite ist gar nicht gut, oder? Ja, wir werden eh viel roamen und dann spielen wir Cleaver Sundered oder so und spielen so Tank-mäßig. Tank-Utility-mäßig spielen wir es an, würde ich sagen. Warum nicht AP-Pantheon? Nicht so gut, AP-Pantheon, du. Kannst du erklären, warum ihr Melee Engage braucht? Wir haben praktisch 4 Backline-Champions, die keinen Engage haben. Das heißt, der beste Champion wäre hier sowas wie Sion oder Ornn oder Malphite oder... Nee, das muss mit AD, also Sion, glaube ich. Sion, Renekton, irgendwie sowas. Glaube ich, wäre am besten gewesen in dem Game. Gnar wäre actually auch sehr gut gewesen. Ja, stimmt, habe ich nicht dran gedacht. Ja, Gnar wäre actually auch gut gewesen. Guter Call. Actually recht, richtig, ja. Wäre auch gut gewesen. Der Spartaner wird es richten auf der Top-Lane. Jetzt pass auf. Ja, Mundo ist ein relativ schweres Matchup, ne? Aber wenn wir einfach den im Early einmal gecheased bekommen, dann haben wir eine relativ lange Zeit, bis er uns überlaufen kann. Ich meine, Late-Game wird immer schwer. Und dann roamen wir einfach, würde ich sagen. Ja, ist ein sehr defensiver Kandidat, ist das sowieso sehr kleiner. Das wird ein Snooze-Fest erstmal auf der Top-Lane. Muss er aber auch, glaube ich. Ich glaube, gegen Pantheon sollte er das so machen. Okay. Ich glaube, Spearshot hätte ihn da gekillt irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber der hätte ihn, glaube ich, gekillt. Spearshot macht irgendwie einfach... Der macht einfach mehr Schaden, wenn der Pantheon spielt. Ich sage, wie das... Der stimmt irgendwas nicht. Der cheatet. Ist Riven nicht besser als Pantheon? Riven ist aktuell sehr, sehr gut, wenn er einen OTP-Champion sucht. Ja, die ist sehr, 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 sehr clean gerade. Die ist einer der highest win ratio mit sehr hoher Pickrate für OTPs. Die ist richtig, richtig gut. Ist aber sehr schwer zu spielen. Also ihr müsst bereit sein, sehr viel Zeit zu investieren, wenn ihr mit Riven erfolgreich sein wollt, ne? Das will ich jetzt gar nicht, da will ich gar nicht anlügen. Das ist nicht so, ihr spielt die einfach und seid erfolgreich, okay? Sondern ihr müsst Zeit investieren und dann könnt ihr erfolgreich sein, okay? Gerade meine 15er Losing Streak geknackt. Also geknackt im Sinne von, sie ist vorbei. Glückwunsch. Sehr, sehr cool. Wenn ich Level 6 jetzt hier geworden wäre, wäre huge gewesen. Dann hätten wir theoretisch nämlich nach Midlane-Ult oder so gucken können. So ist auch okay. Einmal resetten, dann wieder nach oben. Er findet uns auch nicht. Nice. Hab gerade eben Triss in Mitte gespielt und das hat sich super dumm angefühlt. Irgendwas mache ich falsch. Rune Mechanic. Kannst du gleich nochmal Triss Toplane zeigen? Ja, wenn der Chat also das okay findet. Ich könnte euch ein Tristana-Game anbieten. Und wenn wir das Tristana-Game Toplane gewinnen, könnte ich euch ein Teemo anbieten. Wie ist das als Deal? Ich finde Gnar toll. Ich auch, ja, tatsächlich. Gnar ist cool. Ist aber auch, also du musst halt sehr kitey sein mit dem, ne? Du musst wissen, was du machst. Wir können den etwas tankieren Pantheon hier spielen. Very nice. Good job unten. Well done. Ja, aber schöner Neuling sein hier. Immer schön mit dem Speer arbeiten.
Dann können wir vielleicht für einen Drop Mitte schon. Die hat kein Flash, ne? Hat der geultet? Der muss geultet haben, ne? Ich guck mal für einen Drop, falls die da contesten oder so. Und ansonsten können wir hier einmal die Goops warden. Können theoretisch auch Mitte nicht mit Ult contesten, sondern einfach hinlaufen. Okay, Moment. Let's do it, boys. Das E gibt ja auch so ein bisschen Movement Speed. Gibt es nur, wenn es empowered ist, Movement Speed oder immer eigentlich? Ja, dann einmal kurz back to base hier. Wir haben unseren Cleaver fast ready. Leider nur fast. Der wäre huge, den jetzt schon zu haben. Ich glaube, das ist auch ein guter Mercs-Angle hier insgesamt. Ich hoffe, den wird relativ bald Dings haben. Moin, moin, ich bin in den letzten Tagen von Platin 4 auf Gold 4 getroppt. Irgendwelche Ratschläge, Chat oder no way? Weißt du, das ist, tatsächlich ist es so, dass diese Elo, diese mittlere Elo auf dem Weg Richtung High Elo, in der du gerade bist, die ist sehr brutal. Die Abstände sind nicht so groß, die Games sind sehr unausgeglichen, du hast viele Smurfs, du hast viele Leute, die wenig Games spielen, die dann sehr unterschiedlich gut sein können, du hast wahnsinnig viel Varianz und deine Münze, die kann, also du kannst auch viel Pech in Folge haben und es kann sehr frustrierend sein. Das heißt, was ich dir mitgeben würde, ist einfach, mach eine Pause. Die hast du jetzt wahrscheinlich schon gemacht. Und dann einfach mit neuem Elan ran. Und du hast jetzt vielleicht ein bisschen schlechte Varianz gehabt, aber das wird dann auch wieder besser. Lass dich nicht entmutigen, wenn es mal schlecht läuft. Denk dran, es kann auch anders laufen. Du hast auch schon sehr erfolgreich... Du hast auch schon sehr erfolgreich geclimbt, weißt du? Das ist ganz normal, dass es mal so raue Phasen gibt in dem Elo-Bracket. Lass dich nicht entmutigen, dranbleiben und wieder hochspielen. Und dann wird es was. Das, wie gesagt, ich weiß, dass das hart ist. Das ist leichter gesagt als getan. Aber man, das ist wirklich die einzige Lösung. Kannst du erklären, wann es Sinn macht, Dorans zu verkaufen? Ich glaube, fast nie. Dorans ist sehr goldeffizient, meines Wissens. Es ist fast immer falsch, Dorans zu verkaufen. Der hat doch Warmogs. Ich würde einfach einmal kurz zurücksteppen und dann sind wir wieder voll live, ne, mit Warmog. Das ist ein nasty Playstyle, muss ich sagen. Das ist echt nasty, dieser Playstyle. Alter! Damit kriegst du halt, er kriegt jetzt halt einfach den Turret. Das ist schon sehr frech, ne? Ich finde allgemein, dass Warmogs gerade ein bisschen kacke ist fürs Game. Auch auf Supportern, also die ganzen, ich finde so Leona, Nautilus und so, diese ganzen Champions, so rushen gerade alle einfach Warmogs. Das fühlt sich so blöd an. Ich glaube, es wurde aber schon, also der neue Patch ist ja schon so ein bisschen announced und ich glaube, sie haben auch schon gesagt, dass sie das nerven werden. Da zum Beispiel, ich muss halt eigentlich All-In gehen. Dass ich jetzt da weggehe, ist sau dumm, weil jetzt ist er eh wieder full life, ne? Das ist echt gemein. Ich weiß nicht, ich finde, also das ist auch eine Frage, die ich an den Chat weitergeben kann. Wie findet ihr denn, kann man Warmogs insgesamt fair machen? Weil ich finde, das Item ist halt irgendwie, also das war jetzt immer komplett useless. Also komplett useless war dieses Item. Und jetzt ist es halt gebufft und jetzt ist es sofort broken und zu stark. Wie zur Hölle kannst du das hinbekommen, dass dieses Item fair ist für alle? Vom Gefühl her geht das legit gar nicht, dass das fair ist. So wie CP mit Level machen. Oh, das ist eine interessante Idee. Das ist actually eine sehr interessante Idee. Ich habe 2000 HP den Effekt. 2000 extra HP. Ich meine, das gerade, also auf diesen ganzen Supportern ist das auch so wild, dass halt ein Support einfach halt for free sich wieder hochsustainen kann jedes Mal. Er hat jetzt Hardsteel auch noch. Oh mein Gott. Der wird ein Problem, der Kerl. Ich meine, wenn wir gegen den gewinnen wollen, dann müssten wir, glaube ich, Blade bauen. Aber ich glaube, selbst mit Blade verlieren wir gegen den. Da muss ich ehrlich sagen, also das ist ein sehr frustrierender Playstyle. Mhm. Denn Anti-Heal, der bringt ja nichts. Der steht sich ja zurück für den Heal.
Und der ist halt, der macht halt auch so viel Schaden, ne? Und dann demolisht er dein Turret und so. Keine Ahnung, was da. Also ich habe literally keine Ahnung, was da die Antwort ist. Einsteigen sollen. Okay. Das ist ja wild, Weil slow den für immer, ne? So. Gestorben der Video, hä? Wie ist denn der Vigo nicht gestorben, bitte? Für Sparta, verdammt nochmal, ne? Für Sparta, Boys. Ich glaube, Schulden ist richtig nice. Dann haben wir noch mehr Tankiness über E-Spam. Das ist actually richtig, richtig gut, das E. Ja, ich kann Blade. Natürlich könnte ich Blade für die Sideline bauen. Ja, natürlich könnte ich das. Aber ich bin der primäre Tank meines Teams. Deswegen versuche ich halt so Bruiser-Items zu stacken, ist ja. Weil irgendwer muss halt fürs Team auch so ein bisschen die Frontline sein. Seele verhindert. Exzellent. Wir können auch Champunk erst bauen. Das ist auch gut. Ich glaube, Shojin zuerst ist nice. Dass er die Leona einfach solo Tusa ist, ist schon wild. Ja, ich muss sagen, der Damage ist krass. Der hat null Armor, ne? Da merkst du schon, also gegen null Armor ist mein Damage schon brutal. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so viel Schaden habe. Also, dass ich die einfach so wegklatsche. Oh, oh. Thank you.
Nein, ich hatte... Oh mein, immer noch eine Sekunde. Fuck! Scheiße. Das ist Seele für die. Das ist eine fucking... eine Dingsseele. Wie, also die Toplaner hier in dem Game machen so kranke Arbeit, ne? Not gonna... Also das ist völlig das Gasding, was wir machen, beide. Wir killen einfach die ganzen Teams solo. Wir killen legit beide die ganzen Teams einfach alleine. Das ist so crazy, ne? Aber wir haben eh verloren, ne? Aber okay. Seht ihr? Das ist das einzige Healing Reduction. Healing Reduction ist nicht so wichtig, du. Das ist nicht so wichtig, wie du denkst, die Healing Reduction. Ich meine, jetzt wird der Ocean Soul wahrscheinlich, aber die hatten sie ja davor nicht. Das ist, also keine Ahnung. Also, das war Toplane gegen Toplane, das Game gefühlt. Das war Toplane gegen Toplane. Schade. Der Spartaner Down, Boys. Ey, was ein Fight, Mann. Was ein Fight. Dass der 0-5 Munde oder was das war, so krass stark war, ne? Das war echt heftig. Der war so strong. Also, ich meine, wir waren noch mal stärker, aber...